wir heute spielen wir Minecraft in einem Schrank. Aber das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass Minecraft gar nicht mehr Minecraft ist, sondern dass wir hier im echten Leben sind. Oh ja, Leute, das ist das echte Leben. Ich bin wirklich Ukri, Leute, und ich sehe es so aus, aber... Nein, Ukri, auf die Zuschauer zu pranken, du kleiner Lügner. Leute, aber, das ist einfach mit krassen Shadern, mit Ressourcepack, mit allem, Leute. Das ist einfach realistisch. Das sieht 1:1 so aus. Wir sind nicht im echten Leben, aber man könnte denken, dass wir im echten Leben sind. Okay, stopp, guck dir das mal an. Komm mal hier, guck dir das an. Was ist das? So sieht ein Eisengolem im echten Leben aus. Woher wusstest du, dass es ein Eisengolem ist? Ich dachte, das wäre ein neuer Mob. Das ist ja nicht mehr zu erkennen. So realistisch ist das. Ey, das ist so krass, ne? Und guck mal hier, die Blätter. Alter, warte mal. Nein. Die Blätter sind so realistisch, ne? Ey, Ukri, sneak mal, Ukri, sneak mal. Was? Junge, Kinomodus. Ey, das sieht so krass aus, ne? Ich frag mich, warum unser Game noch nicht abgestürzt ist, weil das ist so realistisch, ne? Das ist so viel FPS. Ey, aber wir müssen irgendwie so Minecraft durchspielen, Leute. Alter, guck mal die Kiste an. Junge. Ey, warte mal, Junge, Alter, jetzt fängst du dich an zu lenken. Hier sind sogar schon ein paar Sachen drin. Ah, ich brenne. Danke für das Brot. Und mal schauen, ob wir es schaffen werden, jetzt durchzuspielen, Minecraft. Guck mal, wie die Kiste aussieht. Boah, die kann man so richtig... Alter, das ist so... Die ganze Guck mal, wenn ich die schlage, dann kommt auf mich zu. Dann wird dein Bildschirm so rot, ne, und es wackelt voll. Das ist auch so richtig realistisch. Echten Minecraft, das wird doch auch so rot, wenn man Damage kriegt. Ey, ich frag mich, wenn ich dich kille, ob du dann anfängst zu bluten oder ob du... Warte mal, ich muss dich einmal killen. Ey, okay, jetzt hör mal auf, okay, das ist... Weißt du was, das können wir gerne an dir austesten, aber nicht an mir. War nur Spaß. Guck mal, die Laterne an, dieses Licht. Das sieht so krass aus, ne? Das Wasser! Okay, Wasser sieht wirklich 1:1 so aus wie in echten Minecraft. In echtem Leben meinst du natürlich, ne? Ja, und guck mal, das sind so solche Regentropfen. Ey, Simlaki, ich bin gleich ready, Das hat eine Spiegelung. Das Wasser hat eine Zuckerrohrspiegelung. Wie krass ist das? Und guck mal, wie das Zuckerrohr aussieht. Ey, das ist alles so crazy. Alter, ne? es sieht so krass aus. Ey, Simlaki, komm her, Junge, jetzt krieg ich dich! Ey, kannst mich mal. Junge, was soll das so? Ey, ich blute, Ukri, ich blute. Au, Leute. Guck, wie krass das aussieht. Schreibt alle jetzt Hashtag ehrenlos Ukri in die Kommentare, dass der sein eigenes Freund einfach komplett hops genommen, Junge. Ey, das sah richtig realistisch aus. Alter, das sieht halt wirklich alles so realistisch aus, Leute. Mal schauen, ob wir es so schaffen, Minecraft zu spielen. Und guck mal hier, der Ring hat aufgehört, oder? Warte mal, das ist auch richtig realistisch. Schau mal. Wenn ich hier vorne stehe, sind hier überall so richtig coole Tropfen, seht ihr das? Und wenn ich hier drin bin, dann sind hier keine Tropfen mehr auf meinem Bildschirm. Aber ich sehe den Regen nicht. Warum sehe ich den Regen nicht? Ja, in Real Life siehst du eigentlich den Regen auch nie. Siehst du in Real Life keinen Regen, Ukri? Nee, du siehst ihn gar nicht richtig. Bist du blind oder so? Ja, wenn du Leute, könnt ihr den Regen sehen oder nicht? Du siehst ihn doch auf deinem Bildschirm, dass der Bildschirm so nass wird. Du siehst es nicht? Ja, aber man sieht ja auch den Regen fallen, Ukri. Oder krass, vielleicht hast du ihn ausgestellt. Eine Sehstärke, nur ganz wenig. Also was passiert, wenn ich hier ins Feuer reingehe? Oh, ich brenne. Warte mal, was passiert, wenn man länger brennt? Ah, ich sehe das Feuer aber auch gar nicht bei mir. Alter, warte, schau mal, wie realistisch das aussieht. Guck mal, hier vorne der Busch. Wow, wie cool. Okay, ey, komm, wir brauchen Essen, Leute. Wir holen uns jetzt ein bisschen Holz und dann spielen wir Minecraft durch. Denn, Leute, wir müssen noch den Ender dran heute besiegen. Ich bin echt gespannt, wie der Ender dran aussieht. Wir müssen noch einen Teil spielen, ne? Das ist ultra schwierig. Ich bin so gespannt, wie der Ender dran aussieht, wenn der super realistisch ist, ne? Und schau mal die Items. Lass uns schnell Shadow Tools, Bro. Ey, warte mal, ich habe eine Idee. Wir sind ja auf einem Chunk. Das heißt, wir könnten theoretisch, wenn wir hier so lang sneaken, wir sehen einfach den ganzen Chunk. Das heißt, ich werde mich jetzt hier am Rand runterbauen wie ein Profi. So, zack. Oh, Junge, Alter, guckt euch das Dirt an. Ich töte den. Das fängt halt Iron Golem. Junge, sieht das realistisch aus. Man denkt gar nicht mehr, dass es das Game Minecraft ist, ne? Wenn man so nicht mehr diese Hotbar da unten hätte, dann würde man denken, das ist kein Minecraft mehr. Weil das so. Ich töte den Eisengolem! Warum attackiert der Eisengolem mich nicht? Ich check's nicht, Leute. Hä? Alter, wie sieht der Himmel aus, wenn es nachts ist, Alter? Wie krass ist das denn? Warum attackiert der Eisengolem mich nicht? Hä? Hey, warum sind da Sternzeichen? Das fliegt eine Sternschnuppe. Ich habe eine Sternschnuppe gesehen. Warum ist der Eisengolem nett? Warum ist der nett, obwohl ich ihn töte? Ich check's nicht. Keine Ahnung, vielleicht ist es realistisch und dann ist er nicht mehr böse. Alter, hä, Leute, attackiert mich nicht, obwohl... Guck mal, wir haben keinen Peaceful oder so an. Leute, ich habe eine Sternschnuppe gesehen, das heißt, ich kann mir was wünschen. Ich wünsche mir, dass ihr alle Abo und Like da lasst innerhalb der nächsten 3 Sekunden, Leute. Ich habe auch eine gesehen. Lass auch alle Like da und Abo. 3, 2, 1, 0, let's go, lass alle Abo und Like da. Ey, der Himmel sieht so realistisch aus. Ey, aber weißt du, was ich auch richtig krass finde? Schau mal hier vorne die Kühe. Hast du die schon gesehen? Alter! Nee, hab ich noch nicht. Leute, das ist einfach eine realistische Kuh. Ey, weißt du, solange du deine Kühe anschaust, ich baue mich gerade schon runter, Ukri. Okay. Warum heißt die eine Kuh Billy, Alter? Oha, du weißt nicht, was gerade passiert ist. Wie krass sieht das aus? Leute! Die Kuh heißt einfach Billy, Leute. Was geht bei dir? Ukri, ich hab, das ist so realistisch, ne? Boah, ich sehe Amethysten, realistisch. Okay, das sieht so crazy aus. Junge, hier glänzt einfach alles, Leute. Guck mal, hier ist überall eine Spiegelung. Guck mal, wie das Amethyst hier aussieht. Das sieht nämlich... Alter, ist das krass, Leute. Das sieht so schön aus. Irgendwie sieht das schön aus, Leute. Ich weiß auch nicht, wieso. Guck mal euch das an. Und das sind sogar solche Tropfsteine, Leute. Die können wir abbauen, warte mal. Und hier ist eine Blume. Wie sieht die aus?
Yo, die bewegt sich. Ey, sogar hier bewegt sich einfach alles. Okay, hier haben wir ein bisschen Essen, Leute. Das können wir uns alles gönnen. Bam, bam, bam. Ey, das sieht so krass aus, Leute. Das ist so crazy. Guck mal, wie... Ey, das sieht so realistisch aus. Ich kann es gar nicht fassen, Leute. Selbst wenn wir es im Inventar haben. Und hier ist einfach so eine Mine. Boah! Hier ist Minecart, Leute. Ey, das ist voll verrostet. Leute, so sehen die Minecarts in Minen aus. Weil der war ja auch schon lang. Ist ja, ergibt eigentlich keinen Sinn, dass die neu aussehen. Und hier ist eine Kiste. Boah, Goldäpfel. Warum habe ich so viele Pfeile bekommen? Junge, waren da viele Pfeile drin, Leute. Ein paar Stacks, ja, damit können wir easy einen Enderdrachen besiegen, Leute. Ich würde sagen, wir gönnen uns jetzt hier noch das ganze Cobweb. Damit können wir uns jetzt gleich einen Bogen machen. Und schaut mal, wie das Cobweb aussieht. Das sieht alles gefühlt unterschiedlich aus. Junge, das Cobweb ist so wie echt. Okay, jetzt sehen die irgendwie ekelhaft aus, das ganze Cobweb. Das sieht gar nicht mehr cool aus. Und hier haben wir solche Büsche mit ganz, ganz vielen Farben und Blumen. Wie nice ist das denn? Was ist das hier vorne? Ey, das sieht so geil aus. Ukri, komm mal zu mir, warum bist du so leise? Sogar eine Fackel? Warte mal, können wir die... Wir können die Hand nehmen, die Fackel! Ey, Leute, langsam, ne? Ich denke echt, mein Game schützt gleich ab. Dann pitze ich auch schon so laut, ne? Okay, Leute, ich mache uns jetzt mal ein bisschen Ausrüstung. Ich habe jetzt ein bisschen gefarmt, Holz und alles. Eisen haben wir ja auch. Warte mal, wie? Hä? Schild? Achso, so geht ein Schild, stimmt. Wir haben jetzt ein Schild, Leute. Und das sieht auch so realistisch aus. Schaut euch das mal an. Und die alle einfach generell hier. Das Steinschwert, schaut mal auch an, wie das aussieht. Das sieht alles so realistisch aus. Die Holzachse sieht auch so krass aus. Hier, Freunde, komm, let's go. Lass uns den Baum noch zu Ende abbauen. Und danach gehen wir auch runter zu Simlucky. Simlucky, wo bist du? Bist du gerade unten in der Höhle oder sowas? Ich habe die ganze Zeit darüber geredet, wo ich bin. Ukri, hast du die ganze Zeit nicht zugehört? Bist irgendwo in der Höhle mit Amethysten? Doch, habe ich mitbekommen. Ich habe jetzt eine Stein, aha, auf jeden Fall richtig gutes Stein-Equipment. Ich komme jetzt runter zu dir. Ich habe auch Essen, ich habe alles. Ich habe einen Wassereimer. Das ist auch gut und das sieht auch sowas von realistisch aus. Ich bin hier schon alles am Erkunden, ne? Das ist hier ultra nice. Aber ich glaube, ich mache mir sofort hier, ich mache mir direkt einen Bogen. Bam, ich habe richtig viele Pfeile bekommen, du weißt gar nicht. Ich komme runter zu dir. Wow, ich bin in einer riesigen Höhle. Hä? Alter, wo bin ich hier, Leute? Oh nein, da ist ein Spawner. Ich muss das schnell abbauen. Was ist das für ein Spawner? Was spawnt hier bitte sehr? Wie, du bist in der Höhle, DSO, auf einmal. Ja, ich... Hä, warte mal, wo bist du, Simlucky? Du bist ja gar nicht bei mir. Du bist, glaube ich, eins tiefer als ich. Ich bin weiter unten. Ja, das kann wirklich sein. Ich bin schon ein bisschen weiter, aber ich würde sagen, ich baue mich sofort wieder weiter runter. Hast du schon irgendwelche Monster gesehen in realistisch? Nee, leider noch nicht. Vielleicht spawnen hier gar keine Monster im realistischen Leben, weil hier im Alter, schau mal, wenn ich Leben gibt's ja auch keine Monster, wenn ich die Fackel hier in der Hand habe, Leute. Ich bin irgendwo runtergefallen. Alter. Hast du mal gesehen, wie Eisen aussieht? Eisen ist so realistisch. Und schau mal, wenn ich die Fackel in der Hand habe, dann leuchtet einfach alles so auf. Seht ihr das? Ist auch voll cool. Alter, die Unterwasserwelt sieht so krass aus. Junge. Ey, du weißt gar nicht, wo ich gerade bin, aber ich muss aufpassen, nicht, dass ich hier ertrinke, Leute. Das sieht so crazy. Guck mal, wie schön das hier alles ist. Voll mit Farben. Boah, das Eisen leuchtet einfach. Könnt euch das mal, wie cool das aussieht. Yo. So, Leute, wir erkunden jetzt hier. Hier ist ein Haus, ein verlassenes Haus. Ey, warum ist hier von irgendwie so ein bisschen... Ey, das ist kein Haus. Warte mal, ist das ein Schiffswrack? Es ist ein Schiffswrack. Ist irgendwas drin? Nee, Leute, leider nicht. Ich muss mich jetzt richtig beeilen. Oh, hier ist eine Kiste. Hä? Ich habe irgendeinen Fisch bekommen. Okay, komplett OP, aber ich muss die sofort wieder raus. Hä? Warte mal, warte mal. Warum habe ich unendlich viel... Warum hatte ich gerade unendlich viel Wasseratmung? Ach so, hier ist eine Tür. Okay, krass. Leute, hier sind wir auf jeden Fall sicher. Das heißt... Oh, guck mal, hier ist alles verwachsen. Und hier sind solche richtig viele Korallen. Die sehen so schön aus. Alter, Junge, hast du mal gesehen, wie Erz aussehen? Die sehen so krass aus, ne? Guck mal, wie die aufleuchten. Ich hab irgendwas Heftiges, Ukraine. Also, wenn du das findest, was ich gerade habe, ich glaube, ich mache jetzt Challenge gegen dich. Nee, was für ein Challenge, Alter. Wir müssen Minecraft zusammen durchspielen. Weil ich habe sowas Geiles bekommen. Was ist das, Junge? Wenn ich dich einmal jetzt hitte, ne, du fliegst sofort, fliegst aus der ganzen Welt raus. Ich habe Knockback 300. Hä? Was hast du da bitte sehr bekommen? Ich habe einen Pufferfisch bekommen. Lol. Okay, warte, ich verbrate mal ganz, ganz viel Eisen, Leute. Verzauberten Pufferfisch, ich muss aufpassen, Leute. Ich krieg schon wieder Damage. Ey, wisst ihr was? Ich baue mich jetzt einfach runter und es ist. Okay, ich glaube, ganz unten, da warten uns das Enderportal, weil wie sollen wir sonst kann da sein, kann sein, dass ganz unten das Enderportal ist. Das heißt, wir müssen ganz runter, Simlucky. Ja, let's go, da bin ich dabei, let's go. Boop, wir bauen uns hier kurz zu, das Wasser muss weg. Ja, perfekt, Freunde. Und jetzt bauen wir uns runter, let's go. Was ist das hier für ein Block? Ich weiß es nicht, Leute. Leute, wir bauen uns jetzt einfach Eisenrüstung. Alter, wie cool, sieht die denn bitte sehr aus? Könnte ich das mal? Wow, die ist auch super realistisch, wie für so einen richtigen Ritter. Okay, Freunde, ich habe mich jetzt weiter runter gegraben und schaut mal, was wir... Ich nehme mal diesen Trident in meine Hand, weil der ist bestimmt ultra OP. Ich habe das Gefühl, ne, ich gönne mir gerade den ganzen krassen Loot und du bist da oben. Du kriegst das jetzt alles nicht mehr, du musst nur zu mir kommen. Boah, guck mal, wie Kakteen aussehen. Ey, wir können heute wirklich alles sehen in Minecraft, wie das denn realistisch ist. Hier ist so eine Pyramide. Lol. Okay, ich glaube, das ist wirklich eine Pyramide. Ja, ist es, Freunde. Okay, wir können hier oben rein. Ich hoffe, unten ist richtig krasser Loot, aber wir müssen aufpassen, dass wir jetzt hier nicht alles in die Luft sprengen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. So, was ist das denn? Hä? Wie geht's nicht tief runter? Druckplatte weg, bab. Und warum sind hier alle Kisten verschwunden? Was denn hier passiert? Leute. Okay, warte mal, das bauen wir ab. Zack, alles weg da. Und jetzt gönnen wir uns diese Kiste hier. Wow, okay, hier ist krasser Loot drin. Ich habe einen Diamanten in Real Life. Ey, du weißt gar nicht, wie krass der aussieht, Ukri. Junge, ich sehe jetzt auch die ganzen Axolotls. Der Axolotl heißt einfach Larry, Junge. Einfach Larry. Hä, komm her. Töte ihn.
Oh ne, der Arme. Jerry und Larry. Jerry und Larry heißen die einfach, die beiden. Ich habe einfach einen Diamanten. Alter, jetzt sehe ich auch, wie Amethysten aussehen. Die sehen ja mal sowas von krass aus. Yo. Du bist jetzt da, Ukri? Ich hab einen Diamanten, den sehe ich. Alter. Alter, Diamanten. Hast du auch schon volle Eisenrüstung, so wie ich, Sim Lucky? Nee, brauch aber auch nicht, weil ich einen Pufferfisch habe, einen Trident, der komplett verzaubert ist. Ich mach alles. Ich komm runter zu dir, Junge. Ey, schau mal, Leute, ich habe jetzt Kinomodus extra für euch. Guck mal, wie das aussieht. Sag mal ehrlich, was sieht das aus? Boah, die Unterwasserwelt sieht mega aus. Sieht der Goldapfel am heftigsten aus? Der Goldapfel ist auch krass. Guck mal, der glänzt so einfach. Oder, also ist der ist nicht verzaubert, trotzdem glänzt er so richtig heftig, weil der halt so aus Gold ist. Der Goldbarren, der Puffer. Okay, nee, der Pufferfisch sieht auch witzig aus, Freunde. Oder der Diamant. Ey, ich glaube, der Diamant sieht am krassesten aus. Stimmt, wo bist du, Simblack? In welcher Dimension bist du? Ich bin bei so einer Pyramide. Ich bin ja auch bei der Pyramide, Ukri. Echt? Ja, ich bin schon unten in der Pyramide. Ich weiß, es war's. Ich baue mich zweiter runter. So. Ey, hast du gerade hier eingebaut, Alter? Ich hab's gesehen. Nein, hab ich nicht. Komm her, Alter. Ey! Ja, volle Rüstung, ne? Gegen mich hast du keine Chance. Bist du sicher? Bist du sicher, hä? Aua! Bam, Junge, geh mal weg hier! Putz! Wow! Hab's genommen. Guckst du nicht hin. Ich bin gern alleine rum. Was ist das denn? Okay, Ukri, ich glaube, du musst dir doch helfen. Nein. Hier sind ganz, ganz viele Blazes. Alter, Junge, das sah gerade so crazy aus, ne? Hier ist TNT, das können wir mitnehmen. Damit können wir den Ender dran am Schuss. Ey, ich kann damit das werfen. Das TNT sieht so cool aus, ne? Yo! Mega OP. Und zack, bam, kommt der. Blöden Blazes. Zack, fress das. Boom, ich regel das. Ich hab Trident. Kein Problem. Nein, ich brenn. Oh, pass auf, ein Blaze, hab ein Blaze, hab zwei Blazes. Ich brenne nicht, das sieht so realistisch aus, aber ich hab Gold einfach vergessen. Alles gut. Boah, ich erledige die ganzen Blazes, die haben keine Chance, Leute. Boom, komm her. Ich brauch auch vielleicht ein bisschen Rüstung. Hast du noch ein bisschen mehr Eisen? Komm her, Blaze. Oh nein, bam, oh nein. Ich hab die Flinten, Boots, easy peasy, zack. Bam, ihr habt keine Chance, easy. Guck mal, ich hab die alles zerstört. Bam, lass mal, warte mal, sollen wir lieber ein paar Blaze Rods farmen? Weil ich glaube, unten, wir brauchen die Enderaugen bestimmt, oder nicht? Ja, das ist ein paar Farmen auf jeden Fall. Es sieht so episch aus, wenn man diesen Kinomodus aktiviert, ne? Weil, ich glaube, wenn man diesen Kinomodus aktiviert, dann wird es noch krassere Qualität, ne? Dann sieht das noch krasser aus, weil da fängst du immer an zu laggen. Nein, wirst du schon wieder erwischt, Leute. Das ist bei mir nicht. Guck mal, wenn du Kinomodus aktivierst und dann gegen die kämpfst, das ist so episch. Bam, kommt her mal, easy. Wir rasieren die. Mit keine Chance gegen Simukri, let's go. Und Bats. Hab alle erledigt hier vorne. Ey, da vorne ist doch noch einer, was lügst du? Und boom, ich hab dich getroffen. Und hier vorne ist eine Kiste, ich wusste es. Okay, wir schauen mal, was drin ist. Und wow. Hey, ganz viele Goldpfeile. Was war da noch drin, Freunde? Was ist das? Das ist Netherite? Hä, wie sieht Netherite aus? Okay, Leute, ich glaube, das sieht am krassesten aus von allem. Guck mal. Alter, was ist das denn bitte sehr? Leute, okay, da kennt man aber wirklich nicht mehr, dass es Netherite ist. Man könnte denken, es ist Eisen. Aber Netherite, da wäre ich echt nicht drauf gekommen. Krass, Leute, wie das alles sieht. Okay, ich habe 8 Lohnrouten. Ich würde sagen, das reicht doch erstmal. Was haben wir? So Junge, warum sind das Schweine? Siehst du das? Wie krass sieht das aus? Sind einfach so Schweine. Nee, hä? Ich sehe keine Schweine. Wo sind Schweine? Ja, hier vorne. Schau mal. Da oben ist ein Gold, da oben ist ein Goldbarren, die haben wir ganz übersehen, Ukri. Auf diesem Block hier sind Schweine, ich weiß nicht, was ist das für ein Block, Leute? Rausgang, ich mach doch Pause, 1, 2. Wow, so. hier kommt überall Lava hin, der wird geflutet, Leute. Alter, habt ihr es gesehen, Junge, was ging da ab? Einfach der ganze Raum wurde geflutet, ich bin fast an Lava gestorben. Was habe ich da für einen Block bekommen? Da irgendwas abgehauen, dieser Schweineblock. Okay, Leute, wir können jetzt mal das ganze Gold. Nee, das ist wirklich Gold, ne? Hast du eine Eisenspitzhacke, Ukri? Bau mal das ganze Gold. Schau mal diesen Stein an, Alter. Einfach Junge, Schweine. Schweine. Warum sind da Schweine drauf? Okay, also wir haben Gold, wir haben alles. Ach, ey, das Gold sieht auch übelst cool aus, Leute. Das war doch bestimmt eine Falle, oder nicht? Hier mit diesem ganzen Laden. Ich weiß, ich kann sein. Ey, lass uns jetzt runtergehen. Ich baue mich straight runter. Let's go. Warte mal, Ukri, bau du dich auch runter. Ja, pass auf, dass da unten nicht irgendwie... Hö, was ist das? Hä? Sag mal her. Das Wasser. Ich bin runter. Yo, wir sind in der Rainbow Candy Landschaft. Weiter. Wie cool. Ist einfach Kuchen Let's zu essen. Go. Hier gibt's Kuchen. Wie cool. Ja, hier gibt's ein Schiff. Kriegen wir mal ein bisschen Langlauf. Oh, ich brauch Kuchen. Yo. Hey, warte mal. Es gibt verschiedene Kuchensorten. Hä? Warte, was ist das denn jetzt? Ist das wirklich ein anderer Kuchen? Ich habe keine Ahnung, Leute. Guck mal, es gibt verschiedene. Hier einmal ein Schokokuchen. Für welchen würdet ihr euch entscheiden? Süßbeerenkuchen gibt es und normalen Kuchen. Ich glaube, Schokokuchen ist leckerer, oder? Anstatt dieser... Gibt es einfach auch ein Boot. Wo ist die Kiste? Hör, hier gibt es sogar so einen pinken Kuchen, Erdbeerkuchen. Hey, wie cool. Ja. Let's go. Lecker, Leute. Oh, guck mal, wie die Pilze aussehen. Auch schreibt jetzt alle Hashtag Kuchen in die Kommentare, falls ihr das hört, Leute. Wir wissen, dass ihr aktive Zuschauer seid und habt bis hierhin schon mal geschaut. Aber jetzt guck mal, das sind einfach Kuchenhäuser. Hä? Ey, hier ist so ein Kopf, Alter. Guck mal, hier, bam, weg mit dem Kopf. Guck mal, wie cool das aussieht, wenn der Kuchen gegessen wurde. Warum ist hier so viel Kuchen drin? Warte mal, ich baue mal... Ey, aber kann man nicht mehr abbauen. Der wurde schon fast aufgegessen. Kann man den abbauen? Nein, kann man nicht. Wo kann man nur essen? Okay, ey, Sim Lucky, lass uns weiter runter. Weil hier vorne ist anscheinend keine Kiste oder so. Let's go, hier vorne können wir immer schauen und uns den ganzen Kuchen schnappen, ne? Wenn wir mal Hunger haben. Ey, sieht ja echt mega aus, ne? Ist eine Kuchenfabrik. Wer war hier? Ich habe das Glas hier vorne gar nicht gesehen. Hier ist einfach Glas. Ich glaube, das ist Nellys Geheimlager, Junge. Die macht hier gerne so Kuchen sowas. Hier sind auch ganz viele Lollipops. Ey, weißt du, wie mir das vorkommt?
Das kommt mir vor, wie ich in einem Dschungelbiom. So lag ich in einem Dschungelbiom. Hey, wo ist dich runtergebaut? Vorne. Leute, wisst ihr, welchen Film ich meine? Ich habe gerade den Namen vergessen. Diese Winky Wonky. Ja, Winky Wonka. Willy Wonky oder sowas. Ey, guck mal, hier ist Papagei. Ja, da. Ey, das ist Luca, der Papagei. Aber der sieht gar nicht realistisch aus, der Papagei. Ist dir aufgefallen? Aber der Rest hier schon. Junge, der Dschungel sieht ja mega Tempel, cool aus. Hier ist einfach Tempel, Bambus und alles. Guck mal, wie der Bambus aussieht. Was ist das hier? Pass mal auf. Irgend so eine Frucht oder sowas. Lol. Okay. Hier ist eine Falle. So, macht. Ey, nein. Ich wurde abgeschossen. Was wurde ich abgeschossen, Leute? Hä? Ich hab doch alles gecheckt, oder? Hier ist ein Seil, das habe ich kaputt gemacht. So, ja, easy. Ist noch irgendwo ein Pfeil, Leute? Wir nehmen mal eine Fackel ins Inventar. Ey, ich habe keine Fackel mehr im Inventar. Wir sind Feuerzeuge. Boah, jetzt das. Was ist das denn? Alter, Leute, das sieht so gruselig aus. Was zum Bildbubs ist das? Das Freunde, ist ein Werfer, mal. Das ist ein Werfer. Ey, guck mal, wie der aussieht. Das ist richtig realistisch aussieht der. Einfach hast du irgendwas bekommen? Ja. Nimm doch Feuerzeug mit, hä? Hab ich schon. Mit Netherportal ja, ich hab die alle schon mitgenommen. Boah, hier ist Reds. Warte, was ist da drin? Pfeile ganz viel, okay. Oh, hier sind noch mehr Pfeile, die hast du übersehen. Noch ein Stack Pfeile war da. Okay, Leute, gibt's hier noch irgendwas? Was aktiviert das? Ich hab keine Ahnung. Ich geh weiter runter, Leute. Ey, hier sind ganz, ganz viele Hebel. Ich hab mal alle gedrückt. Passiert jetzt irgendwas? Nö. Du gehst nochmal nach oben. Leute, wir checken kurz alles ab. Nee, hier ist gar nichts mehr. Das heißt, wir bauen es weiter runter. Jo, was ist das denn hier? Wir sind irgendwelche Planeten oder sowas. Ey, muss ich aufpassen? Kann man da drauf gehen? Oh, ich bin in einem Planeten drin. Hier ist die Kiste. Diamantenstiefel. Let's go. Ich habe Diamantenstiefel bekommen. Richtig OP. Ganz kurz, Lagebericht bitte. Kriegt man viel Damage, weil ich hier fall. Nee, passt. Ist nicht schlimm, Alter, ich nehme mal hier die Fackel in die Hand. Jo, wir sind einfach in einem Planeten drin. So einem Pilzplaneten. Ist das hier unten? Komm hier hin, ja. Oh, ich seh's. Das sieht so krass aus, ne? Alter, ich hab echt viel Fall Damage bekommen. Ich hab so viel. Ist Planet Erde? Was ist Planet Erde drin? Was ist ein bisschen Essen? Ist ein bisschen Essen für mich? Für dich habe ich gar kein Essen, Junge. Ehrenmann, Ugri, danke. Aber ich habe Federfallstiefel, die überhaupt kein. Ich kriege jetzt gar kein Damage. Ey, sieht das krass aus, ne? Wenn man so eine Laterne im Inventar hat, dann ist die Spiegelung einfach überall. Okay, lass mal alles hier durch. Oh, Kiste, kurze Kiste. Ich hab die Kiste bekommen. Oh, okay. Ja. Weißt du was? Wenn du für mich kein Essen hast. Da habe ich auch nicht den ganzen Loot für dich, den ich gerade kriege, ne? Ich habe ja auch, ne, ich habe eigentlich den nächsten Dreizack, ne? Willst du den vielleicht haben? Ja, wäre schon cool. Nee, aber für dich habe ich leider keinen Ukri. Das ist der Mond hier vorne, ne? Ja, das sind alle Planeten, warte mal. Ne, sind nicht alle Planeten. Hier, was ist das hier? Ist das Jupiter? Die Erde, hier ist der Saturn, da ist der Mond, das ist der Mars und das ist ein Alienschiff. Ja, ich glaube auch. Und das da hinten, ist das auch ein, ist das auch ein Alienschiff? Du bist ein Alien, Alter. Leute, sind wir einfach schon wieder im Nether oder was? Hä? Was geht denn jetzt ab? Ey, ist realistischer Song? Ey, warum können wir so weit runterbauen? Ich glaube, wir haben irgendwas übersehen. Keine Ahnung. Oder denkst du, das war die letzte Etage? Wow! Ey, Ukri, du hast dich irgendwo vorbeigebaut. Ich höre die ganze Zeit irgendeinen Song jetzt, hörst du nicht? Ukri, du hast dich vorbeigebaut, du Noob. Egal, mich eins hier unten schon. Junge, hier ist Gold, hier ist alles. Warte mal, ist hier auch Eisen? Ukri, komm mal zu mir, hier sind richtig viele Diamanten. Ja, willst du jetzt Diamanten haben oder nicht? Ja, dann nicht. Dann bauen wir uns weiter runter, Leute. Let's go. Hier ist ein Schwein, hast du schon. Alter, das ist einfach Bacon. Guck mal, wie der aussieht. Guck mal, wie lustig der aussieht, lol. Wie der sieht so krass aus. So richtig wie ein echtes Schaf sieht das aus. Und das ist wie ein echtes Schwein. Ey, zeig mal her, wo bist du? Hä? Hier ist sogar eine Kiste. Was hier? Yo, ich hab eine Elytra. Ey, ich will auch eine Elytra. Bam. Zack, meine Feuerwerke. Ey, gib mir auch eine Elytra. Hast du noch was für mich übrig? Alter, die sieht so realistisch aus. Was ist das? Schau dir das mal an. Hier vorne? Guck mal, wie realistisch die aussieht, die Elytra. Yo! Okay, ich habe das Krasseste auf der ganzen Welt bekommen, ne? Was hast du bekommen? Sag ich dir nicht. Warte, ich nehme mir noch das andere Krasseste auf der Welt, Leute! Ey, hier ist noch eine Elytra, ne? Ja, Danke. Für dich. Zack, boom. Ey, ich habe so krass die Items. Und hier sind... Ey, schade, dass es nicht doppelt die Items gibt, Was ne? ist das? Sind das Diamanten-Items? Super Slow-Tools. Okay, aber wir bauen jetzt wieder uns weiter runter. Ich glaube, hier ist sogar so ein YouTube-Play-Button. Schau mal. Freunde, danke für die 100.000 Abonnenten. Let's go. Und jetzt bauen wir uns weiter runter. Mal schauen, ob Schaffen wir auf Simuri die 100.000 Abonnenten? Leute, alle abonnieren. 100%. Let's go. Oh, wir sind beim Enderportal, glaube ich. Ja, ja, ich habe es auch gerade gesehen. Bam. Safe. Wow, hä, was ist das? Okay, hier ist so ein Kristall. Okay, wir brauchen Enderaugen. Aber woher kriegen wir die? Vielleicht hier irgendwo in den Kisten? Guck mal, hier kann man aber nicht rein, hier sind Barrieren. Ey, guck mal, wie geil das aussieht. Einfach so ein Stern. So ein Cube dort vorne. Ey, schau mal, überall nach, vielleicht haben wir dort irgendwo Enderaugen. Ah, hier ist eine Kiste. Warte mal. Und, was ist da drin? Enderperle. Ey, da ist hier bestimmt auch irgendwo ein Enderauge drin. 100%. Hier ist eine Kiste. Ey, warum attackiert mich da irgendwas? Das ist ein Silberfisch. Geh mal weg hier. Bam. Warum haben die so viel Leben? Digga. Okay, warte mal, wo geht's da runter? Und hier ist das Void. Pass auf, fall da nicht runter, Ukri, okay? Und hier geht's hoch, Leute? Oder wo geht's hier hin? Ich hab keine Ahnung. Ey, es geht halt wirklich nicht mehr eins runter, ne? Aber wo sind die Enderaugen, die wir brauchen? Ich weiß nicht, ist bestimmt auch irgendwo eine versteckte Kiste. Such alles durch. Junge, die Silberfische sehen auch so realistisch aus. Bah, sind die eklig. Habt ihr das gesehen? Hier ist ein Amboss mit Schärfe. Da ist auf jeden Fall was drin.
Können wir mal mitnehmen, Leute. Verzaubertes Buch. Ey, hier ist ein... Junge, das ist einfach ein Spawner. Weg mit dem. Hier, Leute, ich mache hier Schutz, Alter. Schutz auf meine Hose. Boah, einfach richtig krass Schutz, Alter. Bam, let's go. Und wir machen hier vorne Eisenschwert. Und da geben wir einmal Schärfe drauf. Boah, jetzt machen wir richtig Schaden mit unserem Eisenschwert. Ich glaube, ich habe die Kiste gesehen. Alter, die ist ja richtig krass versteckt. Junge, 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 warte mal, die müssen wir uns holen. Da oben ist sie ja. Und, jo, da sind genau 12 Enderperlen drin. Okay, dann war das extra so gemacht, Leute. Okay, dann nehmen wir uns mal hier vorne, bam, eine Crafting Bench wieder. Und wir haben ja unsere Lohnrouten von den ganzen Blazes. Das heißt, wir machen das hier mal zu Lohnstaub. Und jetzt machen wir unsere Enderaugen. Bam, let's go, Leute. 12 Enderaugen, 1, 2, 3. Zubaki, ab ins Enderportal. Und let's go, ich komme mit. Ey, wie wird der realistische Ender drauf aussehen? Und bam, rein da. Guck mal, wie das Enderportal aussieht. Hä, das hast du gar nicht angeschaut. Guck mal, Leute. Boah, das sieht so nice aus, ne? Warte mal, Leute, guck mal hier und jetzt. Boom, rein da. Wow, wow. Wie sieht das Enderportal aus? Alter, das blitzt alles. Junge, das ist so krass, ne? Was? Alter, der Himmel ist so mit Sternen, mit so... Wow, okay, das ist krass. Mit so lila Sternen. Ey, das ist ein schwarzes Loch, aufpassen. Das sieht so krass aus. Ey, weißt du, was ich jetzt mache? Warum machst du dich überhaupt runter? Wir haben eine Lytra. Oh, stimmt. Du hast wieder Raketen, hä? Ey, aber das mit dem Lytra-Fliegen sieht echt ein bisschen komisch aus, ne? Ey, Leute, aber es ist realistisch, ne? Schaut mal, weil wir halt so schnell sind. Deswegen sehen wir aus wie so... So ist da so ein kleiner... Ich mach mir noch ein paar Goldäpfel, Leute. So, zack. Leute, das sieht so krass aus, ne? Ey, ich bin mal gespannt, wie Endermans aussehen. Wie sehen Endermans aus? Ich hab TNT, wieder. Junge, Endermans sind so gruselig. Boah, Alter, wie sehen die ein? Warum attackiert der mich jetzt? Der ist echt richtig gruselig, der Enderman, Alter. Dem will ich lieber keinen Stress anfangen. Junge, diese Blitze sehen so krass aus, Leute, ne? Alter, wie cool. Das sieht, glaube ich, aber normal aus, ne? Nee, ich glaube nicht. Lass mal ein bisschen näher kommen, dann sehen wir es richtig. Doch, ich habe ihn schon gesehen, der sieht normal aus. Bist du dir sicher, Simlucky? Ja, bin ich. Ey, weißt du was? Ich fliege jetzt dahin, Junge. Komm her, Ender da. Und ich glaube, das Beste so wäre. Ey, ich fliege in ein schwarzes Loch. Ich fliege in ein schwarzes Loch, Simlucky. Oh, warte mal, das ist viel zu hoch. Ich komme da gar nicht hin. Alter, aber guck mal, wie cool das aussieht, wenn du fliegst. Guck mal, wow. Leute, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich schieße einfach den Ender mit meinem krassen Bogen ab. Safe, dann kann ich ihn damit. Ey, ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin, Simlucky. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Hey, wie, du weißt mir, wo du bist, Ukri? Was ist mit denen los? Barbie, schieß die ganzen Cubes ab in der Zeit, wo du gar nichts machst. Hier, boom. Ich komm an, Alter. Let's go. Simlucky, hinter diesem Cube. Lucky, pass auf. Da vorne ist auch noch einer. Boom. Bam. Ey. Junge, du bist einfach gestorben. Ciao, was ist daran witzig? Okay, dann kannst du jetzt alleine den Enderdrachen besiegen. Okay, ich besiege den Enderdrachen alleine, Leute. Komm her, Junge. Ich erledige den easy. Du hast doch irgendwelche krassen Sachen bekommen hier. Trident und so. Ich habe einfach so Lucky getötet. Ey, es tut mir leid, Bro. Ich wollte dich nicht töten. Ich habe doch gesagt, pass auf. Okay, Freunde, ich habe alle Sachen zerstört. Jetzt warten wir einfach, bis der Ender in die Mitte kommt. Oder zerstören wir ihn komplett, Alter. Let's go. Komm her, ich will mal schauen, ob der wirklich nicht realistisch aussieht. Simlucky ist einfach jetzt weg, Leute. Wo ist mein gestorben, Simlucky? Ja, wir haben hier TNT. Das zünden wir auch gleich. Zack, zack, zack. Das ziehen wir hier unten überall. Feuerzeug haben wir ja auch. Enderdrache, komm runter, Alter. Ich werde dich so hops nehmen. Boom. Die machen ihm auf jeden Fall schon mal gut Schaden. Let's go, der Enderdrache, kommt in die Mitte. Jetzt sollte TNT zünden. Und. Warte mal, ich hit ihn erstmal und danach zünde ich das TNT. Komm her, Enderdrache. Alter, ich mach richtig krass Schaden. TNT zünden. Komm her. Boom. Alter. Wow. Let's go. Der Enderdrache hat gar kein Schadengefühl bekommen von meinem TNT. Aber ich jetzt zerstöre mit dem Bogen. Ich habe genug Pfeile. Let's go, Leute. Wow. Alter. Wo hat er mich hingekickt, Junge? Wo ist die Insel? Ah, hier vorne. Wo ist der Enderdrache, Alter? Noch ein paar Schläge, noch ein Schlag, Leute, und... Komm schon! Dann ist dieses Minecraft wie durchgespielt. Minecraft hat es nicht geschafft, aber ich werde es schaffen, Leute. Alle Hashtag Ukri-Gang in die Kommentare. Ukri ist besser. Boom, Junge! Ich hab's genommen! Let's go! Vorher, lasst alle Like da, Kinder. Aktiviert die Glocke. Ich habe den Enderdrache jetzt am Schluss noch hops genommen. Und jetzt würde ich sagen, runter da. Lass das ganze XP noch aufsammeln. Oh, guck mal, einfach Rainbow XP. Und... Rein da! Boom, let's go, Minecraft durchgespielt. Ciao, ciao, Leute. Drückt auf die nächste Folge. Ciao, ciao. Kuss geht raus. Simlucky ist ein Kacki.